Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die und ich bin hier noch schon am rumgucken. So, bin ja gerade nochmal in diesem einen Haus gelandet. Okay. So. Ja. Sieht auch jetzt noch immer nicht besser aus. Ich habe noch zwei Schemata lernen können. Aber für so einen Vorschlaghammer. Ich bin hier gerade immer noch auf der Suche nach was Essbarem. Ich finde hier alles, ne? Ich finde hier alles, aber nichts zu futtern. Oh doch, hier war gerade irgendwann noch was. Gut, dass ich den noch aus dem Augenwinkel gesehen habe, den Kameraden. Oh, Geschmack zu essen. Sehr gut. Aber das ist wirklich auch nur minimal hier alles. Knochen, super. So, was haben wir hier? Grilled Meat Recipe. Okay, das könnten wir tatsächlich scrappen oder verkaufen. Geben wir $40 für. Wir müssen sowieso mal gucken, ob wir noch ein bisschen was wegscrappen. Hier, das können wir erstmal trinken. Da habe ich Angst vor, das zu essen. Das können wir vielleicht später mal machen. Also wenn wir später tatsächlich mal wirklich richtig knust haben, dann können wir uns das mal wegen mal reinfallen, wenn wir dann auch wissen, dass wir genug Essen auch zu Hause haben. Ihr seht ja selber, das ist immer schwierig. So, aus den hier können wir mal Bandagen machen. Das ist sowieso ganz gut. Ah. So, was kriegen wir hier für 100? Okay. 174, ja, okay. Was können wir machen? So, die werde ich mal zerlegen. Die werde ich mal zerlegen. Die zerlege ich auch mal. Davon haben wir eigentlich genug. So, Lämpchen lassen wir nochmal. Kochgrill können wir zerlegen. Können wir zur Not auch selber craften. Maismehl. Ja, komm, scheiß auf Maismehl, oder? Ja, komm, scheiß auf Maismehl. Wir haben zwar, ich weiß nicht. Warte mal kurz. Mal kurz was gucken. Mais. Brot. Okay, einmal Maismehl. Okay, dann nehmen wir Maismehl mit. Da klammern wir uns schon an das eine Stückchen Maismehl hier. Naja, gut, okay. Irgendwo hatte ich doch hier noch Microwave. So, da. Einfach rotes Fleisch. Naja, gut, brauchen wir ja auch. So. Was haben wir hier? Achso, da sind wir noch im Wohnzimmer, alles klar. Nischt. Nischt. Warum können wir später reingehen? Ah, hier ist auch noch irgendwas. Ah, wieder so ein Rezept. Unglaublich. Ach, alles klar. Nur rangemalt. Wandschrank? Oder ist da noch was Feines dran? Ah, okay. Cool. Cool, cool, cool. Ja, ich meine, später werden wir sowieso nochmal die ganzen Gehäuse nochmal komplett abluten. Also auch was Lampen angeht und hier zum Beispiel den Kram, den können wir noch abbauen. Aber jetzt momentan ist es ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich weder die Stamina, noch die Zeit, noch die Lust dazu. Oh, hey. Das Auto steht so ein bisschen merkwürdig hier drin. Ja, okay, könnten wir. Wenn wir scrappen, wir die auch gleich weg. Okay. Da könnten wir die könnten wir tatsächlich mal abbauen. Und da geht es auch noch massig weiter. Ach du Scheiße. Na. Natürlich nichts dran. Bauen wir die gleich mit ab? Ich glaube, ich baue die. Ah, gut. Zerlegen. Zerlegen. Eine Feder. Ja, gut, aber
Feder ist Feder. Knochen. Knochen nehme ich auch so mit. Brauchen wir sowieso für Klebe. Geld, Papier. Die Spitzhacke, die können wir sonst mal auseinanderschrauben. Ja, die nehme ich mal auseinander. Auch wenn die gut ist. Aber wir können ja, seht ihr selber, wir können ja Level 3 ja schon herstellen. Also von daher ist das nicht so dramatisch. Messing und Blei. Blei werde ich auch mal scrappen. Auch wenn das auch nicht gut ist. Normalerweise würde man das dann so tatsächlich in die Forge schmeißen. Dann kriegt man wesentlich mehr Blei raus. Aber gut, wir haben zu Hause ja genug Blei. Na? Auch wenn sich jetzt wahrscheinlich wieder manche Leute aufregen. Du schleppst 7 Blei mit dir rum, obwohl du zu Hause tonnenweise hast. Ja, es ist... Kleinvieh macht auch Mist. Kleinvieh macht auch Mist. Das darf man nicht unterschätzen. So, Dye, kann man das eigentlich auch zerlegen? Was kriegen wir da raus? Bei Dye? Farbe. Okay. Ja gut, können wir machen. Ist ja nicht so dramatisch. Schauen wir, was wir wenigstens mal ausprobieren. Eine Schaufel. Ja gut, nehmen wir die jetzt auseinander. Haben wir überhaupt eine Wrench dabei? Wrench? Haben wir eine Wrench? Ich wollte eigentlich auch was ganz anderes machen. Eigentlich wollte ich ja... Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Lehm holen und ja, alles toll. Aber naja, habt ihr selber gesehen, was dabei rumgekommen ist. Daraus können wir... Gut, dann machen wir sonst gleich mal... Ein paar Bandagen wieder von. Tut ja nicht weh. Rezepte. Zack, zack, zack. Ja, dann schmeißen wir mal weg. Was kriegen wir hierfür? 50. Ja, gut, 50 Dollar ist natürlich auch wieder mal nicht so schlecht. So. Gehen wir hier nochmal runter. Oh. Haben wir gleich ein paar mehr aufgeweckt. Okay, okay, okay. Oh, und die sind garstig. Oh, da sind ein paar mehr. Ui. 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 Immer noch ui. Hoppala. Hast du so gedacht? Wir haben auch ein bisschen Glück mit dem Zielen heute noch. Meine Güte. Ich würde nicht sagen, jeder Schuss ein Treffer, aber... So langsam. So, ach, da muss auch noch was drauf. Dann kommen wir so ran vielleicht. Na komm. Na komm. Na komm. Na dann nicht. Machen wir es halt so. Dann trickst du halt ein bisschen, wenn du so willst. Ah nee, das ist ja nur... Alles klar, das ist nur Beton. Ich dachte, das wäre noch irgendwie ein Rucksack. Außerdem ist die Pistolette fast im Moors. Ist hier noch was Feines? Oder ist es einfach nur... Ah, okay. Einfach nur diese Höhle, die wir von oben gesehen haben. Da ist ja auch ein bisschen... Naja. Gar nichts hier. Überhaupt gar nichts hier. Hätte ich schon erwartet, dass da wenigstens nur so ein, zwei versteckte Kisten oder sowas sind, aber naja, gut. Okay, dann eben nicht. Yo. Was haben wir hier noch drin? Massig Beton. Da wollte sich wohl jemand hier einen Bunker bauen, so wie es aussieht. War auch schon so ziemlich fertig. Aber nicht fertig genug. Lustig. Sehr cool. Na, auch nicht schlecht. Sowas brauche ich mir auch mal irgendwann. So. Messing. Messing haben wir nicht so viel zum Stacken, ne? Sonst hätte ich das auch gescrappt. Warte mal. Hier Messer können wir ganz gut scrappen. Was kriegen wir dafür? 11 und 14. Gut, dann scrappen wir mal die Messer weg. Ich würde ja am liebsten noch den Helm, aber da gibt 174 Dollar. Das ist... Schon nicht so ganz unwichtig. Kaffee. Stamina Regen. Achso, der regeneriert nur so. Achso, ich dachte, der regeneriert vielleicht auch den Rest. Naja, gut. Dann nicht. Eine heilende Bandage, fein. Äh.
Zerlegen. Einser Turret haben wir ja selber schon, ne? Dann zerlegen wir den auch mal. Die Rohrbomben nehmen wir aber mit. Shotgun Messiah ist zwar ganz nett, aber ich hätte natürlich lieber Shamway Foods gehabt. Ich meine, was ist das auch für ein Bunker? Weißt du, er hat hier einen Bunker und hat aber keine nichts zum Futtern hier. Eine Dreierpistolette. Das ist natürlich nice. Die werden wir auch gleich mal einsetzen. Modify, dann ziehen wir die mal raus. Und modden die gleich mal. Haben wir gleich zwei Plätze, sehr gut. Abschließen. Dann tauschen wir die nämlich einmal aus. Zack, zack. Das ist ja nett. Drei Pistolette. So, und die andere, die zerlegen wir gleich. Ja. Munition kriegen wir automatisch raus. So. Lockpicks. Versuchen wir es mal. Ups. Vielleicht haben wir Glück. Oder auch nicht. Na komm, geh kaputt. War klar. Ups. Ja, sauber. Nehmen wir mit. Was kriegen wir hier für? 42,71. Das lohnt sich dann schon richtig zu verkaufen. Jagdgewehr. Ich glaube, da hatte ich ein besseres Zuhause. Das können wir mal zerlegen. Die Iron Nuggets. Ja gut, das sind natürlich dann auch immer wieder Kapuze. Ja, können wir natürlich teuer verkaufen, ne? Aber dafür fehlt uns natürlich der Platz hier. Ach komm, zerlegen wir die. Zerlegen, das lassen wir hier. Was soll's? Ich habe ja eh keine Möglichkeiten. Ich habe nicht so viel Platz. Ich muss sowieso schon nach Hause schleichen. Wir haben schon wieder 18 oder 17. Na gut, okay, dann lass uns nach Hause. Erstmal ausmüllen. Schade. Nun gut. So viel zu essen war denn auch nicht. Schade, schade, schade. Aber erstmal, wie gesagt, erstmal nach Hause ausmüllen. Und dann müssen wir, ja, keine Ahnung, was wir machen sollen. Also, so viele Möglichkeiten haben wir jetzt nicht. Ich könnte jetzt noch ein Stück Maisbrot, könnte ich jetzt noch machen. Zu Hause. Besser als nichts. Achso, hier oben waren wir auch noch nicht. Okay, gut. Machen wir später. Machen wir sonst nächsten Tag oder... Ich mache nochmal hier einen kleinen Marker rein, dass wir wissen, welches Haus das war. Machen wir mal den und dann setzen wir looten. Ich sage einfach mal looten, dann wissen wir, dass es das Haus war. Da müssen wir ja auch nochmal rein, da hinten in das Haus. So, erstmal nach Hause. Wo sind wir da? Tja. Können wir sowieso nach Hause rennen, wie ihr seht. Wahrscheinlich kriege ich sowieso nachher wieder Mecker. Ich könnte mir natürlich schon wieder eine Kiste bauen. Aber wo Kiste brauche ich die eigentlich? Wo habe ich eigentlich meine Lootkiste? Die hatte ich doch hier irgendwo. Da hatte ich sie gesetzt. Ja gut, das ist natürlich, dann kann ich auch gleich nach Hause laufen. Das bringt eigentlich so viel. Ja, ist dann halt ein bisschen Walking Simulator hier. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich dann erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, weil wenn ich so nach Hause schleiche, das ist dann auch nicht wirklich so, nicht so doll. Dann sehen wir uns gleich zu Hause wieder. Also bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Eigentlich habe ich viel zu spät umgeschaltet. Aber sollte ich eigentlich schon längst übertragen haben, wollte ich schon fast sagen. Blödsinn, ich übertragen haben, wieder eingeschaltet habe, die Pause beendet haben. So, Getränke packen wir mal hier wieder rein. Ja, ich habe mich nach Hause geschleift, ich bin jetzt gerade noch dabei, das eine Stück Maisbrot zu machen und ein Stück gekochtes Fleisch kann ich mir herstellen. Dann komme ich wieder so ein bisschen auf den Damm. So, kann ich gleich wieder ausschalten. Und hier habe ich nochmal Grilled Meat Recipe. Ja gut, das muss ich mir dann nochmal, das muss ich mir irgendwie vertickern, den ganzen Kram. Was kriegen wir überhaupt dafür? $80, irgendwann gut. Wenn wir mit einer Tasche voll mit Rezepten und anderen Sachen, die wir verkaufen können, zum Händler fahren, dann können wir schon ein bisschen Geld raus. Das ist ja nicht. Ne, also müssen wir gleich schon mal gucken, ob wir mal irgendwie, vielleicht irgendwo so ein
so einen Futter-Automaten mal finden, weil sonst sieht das hier echt düster aus. So, ach nee, warte mal, 6-mal Fleisch, das, da könnte ich doch schon wieder was braten. Ich brauche noch ein bisschen Wasser noch dazu, warte. Einmal Wasser, oder wie viel bräuchten wir dafür? Ja. Ein Stück Fleisch können wir uns dann braten. Und dann das. So, dann haben wir das. Dann haben wir das. Krug, ja. Ich weiß nicht, ob wir am nächsten Tag dann nochmal Wasser holen. Weil dem Wasser haben wir noch erstmal da. Ich glaube, das tut erstmal nicht so Not. Dann packe ich das nämlich erstmal auf Lager. Haben wir noch irgendwas für Getränke? Kaffee haben wir noch da. So, ausschalten. Futtern. Das gibt nochmal ordentlich zu Namen. Sehr schön. Ja, viel mehr können wir nicht machen. Können wir eigentlich aus dem Kram irgendwelche Rezepte? Da können wir auch schimmeliges Brot draus machen. Entschuldigung. Master Chef. Sham Chowder Recipe. Sham Chowder. Sie liegt richtig lecker. Perk. 2 Punkte haben wir. Masterchef, Grandma, just like Grandma used to make tasty hearty meals that fill you up for days, craft steak and potato, meat stew, vegetable stew and blueberry pie, cook 20% faster, meat cutter, okay, hobo stew, fish tacos, army cook, Masterchef. Ja, das wird also nix. Ja, müssen wir gleich mal gucken, was wir noch an Punkten. Wir haben eben 2 Punkte, die können wir nochmal gewinnbringend einsetzen, hoffe ich. Müssen wir mal gucken. Klamotten. Zack, das ist mal weg, das weg, das weg. So, erstmal wieder fleißig sortieren. Dann haben wir hier, Blei haben wir hier. Hier haben wir noch Eisen drin. 38 geschmiedetes Eisen. Achso. Und Teile, Waffenteile, das ist einmal Turret, Waffenteile und Rifle Parts, Munition, ja, also die 762er, da haben wir schon ein bisschen was, da können wir schon ein bisschen was anbieten. Und der Munition hatte ich doch auch die Federn, ne, können wir uns gleich nochmal ein paar Federn machen. Papier natürlich, zack. Und Klamotten hatte ich auch, glaube ich, das Geld drin. Da können wir dann auch mal langsam losziehen. Also wir haben schon so ein bisschen was. Aber das ist eben das Problem, was ich sagte. Solange wir noch kein Fahrzeug haben, also kein Minibike oder kein normales Fahrrad oder was auch immer, habe ich natürlich das Problem, dass ich einen irre weiten Weg habe bis zum Händler. Und das zu Fuß abzulatschen, das schaffe ich nicht innerhalb von einem Tag. Und das ist das Problem. Also wenn ich jetzt Minibike hätte, gar kein Problem, würde ich losfahren. Da kannst du auch über Nacht fahren, das ist auch alles gar kein Thema. Aber so ist das bis jetzt ein bisschen mau. Wo habe ich eigentlich jetzt... Unter Crafting hatte ich... Hatte ich das unter Crafting? Potassium? Ja, hatte ich. So, Knochen packen wir natürlich hier mit rein. Lockpicks. Ja, gut, packen wir auch hier mit rein. Das passt schon. So, Munition, das packen wir rein. Farbe packen wir mit rein. Obwohl das ja eigentlich weniger Crafting ist. Das ist ja eigentlich mehr Gebäude. Und das habe ich hier so alles reingepackt. Ja, komm, dann machen wir das auch. Machen wir das auch vernünftig. Packen wir das auch damit rein. Dann gehört das unter Gebäudezeugs. Jo, was hatte ich noch unter Gebäudezeugs? Crafting. Da hatte ich das Schimmelfleisch. Ja, gut, daraus machen wir nachher ja sowieso dann nachher die Pflanzenkisten. Dann machen wir die hier. Und das gehört auch noch dazu. Futter. Das gehört damit rein. Auch wenn das ekelhaft ist, aber es passt schon. Also Recipes, die wir verkaufen können, die schmeiße ich damit rein. Federn, da machen wir gleich noch was draus. Fleisch und Munition. Fleisch, Munition, Fleisch. So, packen wir es mir hier mit rein. So, Munition, da machen wir uns gleich nämlich noch ein paar Bolzen draus. Ja, das sollte auch erstmal reichen, denke ich. Haben wir es denn? Pfeilspitzen aus Stahl, Pfeilspitzen aus Eisen. Und wir haben insgesamt 57. Dann machen wir uns auch erstmal 57 von denen. Ich weiß nicht, ob das reicht.
viel Eisengeschosse? 57, machen wir uns mal 57. Ist ja nicht mehr Material verbraten, als wir brauchen. Da haben wir wenigstens mal wieder ein paar vernünftige Eisenbolzen. Können wir ein bisschen mehr Aua machen. Und dann können wir auch die Armbrust ein bisschen mehr nutzen. Ich will jetzt auch nicht für jeden Scheiß die 9mm mitnehmen. Eigentlich sollte die 9mm ja eigentlich nur als, ja, als Reservewaffe dienen. Aber wir haben ja hauptsächlich die erstmal eingesetzt. Ja, nützt ja nichts. Das willst du auch machen, ne? Wenn du so viele Zombies hast. Dann ist man doch immer geneigt, eher die 9mm einzusetzen, weil man die dann schnell wegpusten will, als dann die Armbrust und dann ganz in Ruhe zu schießen. Nee, das ist immer mit Hektik verbunden. So. So, das kann ich, glaube ich, ich nehme mal hier. Noch die Hälfte runter. Nochmal die Hälfte runter. So, dass wenn die nochmal 6 Minuten brennen, dann können wir das Eisen nämlich noch gleich mit einschmelzen. Apropos Eisen. Was wir auch gleich damit reinschmeißen. So. Das lohnt sich schon. So, 91 Schuss haben wir noch. Das ist zwar okay, aber ihr seht ja selber, es wird trotzdem knapp. Holz haben wir natürlich auch nicht mehr so viel. Ne? Ich muss, glaube ich, nochmal nach oben und Holz holen. Oder haben wir noch irgendwo... Haben wir noch irgendwo irgendwelche Stühle oder sowas? Ne, sieht nicht danach aus. Oh, warte. Na, da kommen wir sowieso durch. Wir müssen nochmal ein, zwei Bäume bis verfällen. Das ist alles nicht. Das würde ich auch ganz gerne jetzt noch machen. Da können wir wenigstens in der Nacht noch ein bisschen was craften. Außerdem brauche ich sowieso Holz. Also momentan läuft das wirklich schleppend und nicht wirklich gut, habe ich so das Gefühl. Was heißt das Gefühl? Man sieht es ja auch, aber... Ja, das ist... das war natürlich auch mit einer eurer Tipps, dass ich am besten mal irgendwelche... ja, irgendwelche Futterautomaten, dass ich mir die mal suchen bzw. markieren soll. Muss ich mal schauen, das habe ich natürlich nicht gemacht. Offensichtlich. Mal sehen, dass wir da nochmal irgendwie nochmal zur Potte kommen. Das ist tatsächlich wirklich richtig schwierig, also was Essen angeht. Aber da müssen wir uns irgendwie durchwurschteln. Das ist uns nichts. Das ist ja eine Herausforderung und da müssen wir bei. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir es gebacken. Wir werden irgendwann den Zeitpunkt haben, ja, wo wir dann wieder alles haben. Von allem tausendfach oder 2- und 3000-fach. Irgendwann wird der Tag kommen. Irgendwann wird unsere Stunde schlagen. Kriegen wir sogar ein bisschen und nicht wieder was, ist doch fein. Wenigstens ein bisschen belohnt. Dann können wir gleich nochmal gucken wegen den Skills, was wir nochmal machen können. Ach, den lassen wir mal in Ruhe. Habe ich jetzt auch keine Lust zu. Nicht um 21.41 Uhr. Ich tauche mal ab. Ja, denkst du. Gucken, ob der sich nach unten durchschlägt. War ja klar. So, oder unten. Keine Zeit für dich. So. Okay, die sieht's die Ach wohl, naja, gut, die können wir jetzt immer noch mal lagern, was soll's. Packe ich die erstmal auch hier mit Baum mit rein. Medizin hatten wir hier hinten. Zack, da kommt gleich noch Honig rein. Gut, dann können wir nämlich noch ein paar Bolzen craften. Eisenpfeil, Armbrustbolzen. Zack, zack, 57, siehste. Kommen wir nämlich da auch wieder ein bisschen zur Munition. Können wir auch davon wieder ein paar verwursten. Sehr schön. Okay. Leute, wir haben es frisch Nacht und ja, was wir am nächsten Tag machen, müssen wir mal schauen, ob wir dann vielleicht nochmal auf Loot-Tour gehen, vielleicht mal gucken. Wir hatten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir gerade eben von Futterautomaten gesprochen haben,
Ich meine beim... Ich meine beim Hotel, wo wir immer Wasser geholt haben in letzter Zeit. Ich meine, da war doch hinten links, wenn man hinten durchgeht, war ein Futterautomat. Da könnten wir tatsächlich mal gucken gehen am nächsten Tag, ob wir da was einkaufen können. Wobei wir haben nicht so viele Jetons. Ne? Wir haben von diesen Coins haben wir nicht so viele. Ich glaube nur 80 Stück oder so. Der Rest ist Bargeld oder das, was wir verkaufen können. Also stellt sich natürlich trotzdem noch die Frage, ob wir nicht über kurz oder lang nochmal zu einem Händler gehen. Aber wie ich schon sagte, wir müssen dafür erstmal quer durch die Wüste durch, was natürlich wieder auf die Stamina geht, weil wir dann wieder laufen müssen und pipapo und wir haben es so weit weg. Da müssen wir sicherlich mal 2 Tage investieren. Also das ist, momentan ist die Konstellation nicht so wirklich glücklich, muss ich sagen. Aber nun gut, da werden wir uns schon mal durchbeißen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Ich werde hier, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob ich in der Nacht noch mich hier noch betätigen werde, weil das Problem ist natürlich, geht alles auf die Stamina. Und ja, ich denke mal, ich werde in der Nacht mal gucken, was ich skillen werde. Und werden mir da nochmal Gedanken zu machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die an Tag 13 wieder. Also macht es gut, bis dann. Tschüss.